Hi zusammen, ich bin der Fabian. Heute machen wir mal ein Ganzkörper-Workout zusammen. Das heißt, das Ganze besteht aus 6 Übungen. 2 davon sind schwerpunktmäßig eher für den Unterkörper, 2 davon für den Oberkörper und 2, um die Rumpfmuskulatur, Bauch- und Rückenbereich abzudecken. Das Ganze findet immer in 30-Sekunden-Intervallen statt. Das heißt, 30 Sekunden haben wir Belastungszeit, 30 Sekunden Pausezeit. 45 Sekunden pausieren wir immer nach einer kompletten Übung, wenn wir 3 Durchgänge durch haben. Das heißt, 6 Übungen, a jeweils 3 Durchgänge. Das Ganze starten wir jetzt mit der Kniebeugen-Variante. Wir haben immer eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenen-Variante. Also ist für jeden was dabei. Ich werde jetzt die erste Übung vormachen und dann begeben wir uns gleich in Position und legen los. Kniebeugen, Anfänger-Variante. Wir gehen gerade runter. Und die fortgeschrittenen Variante, selbe Position, wieder einnehmen und einen Sprung dazu üben. Landen, wieder neu positionieren. Okay, super. Dann begeben wir uns jetzt in Position und es geht jetzt gleich los. Einmal noch ein bisschen lockern. Okay. Und los! Sehr schön. Und weiter geht's. Jawohl. Lockern, einmal ausschütteln, Arme, Beine. So, und 3, 2, 1 und weiter geht's. Letzte Runde und 3, 2, 1, weiter geht's. Als nächstes gehen wir jetzt runter in die Liegestützposition. Da haben wir auch wieder 2 Varianten. Entweder ganz klassisch in der Anfängervariante Knie aufstellen, Hände schulterbreit positionieren, gerade in den Liegestütz runter. Ellbogen in einem 45-Grad-Winkel seitlich halten. Fortgeschrittenen Variante, Beine aufstellen, gerade wie ein Brett bleiben. Runter, kurz pausieren oben. Okay, super. Dann wieder in Position bringen und los geht's. Sehr schön.
Okay, dann lockern wir mal so ein bisschen unsere Arme. Kreisen mal so ein bisschen den Kopf. Dass wir einmal oben alles ein bisschen lockern. Sehr schön. Und wieder in Position bringen. Und los geht's. Geht nur so weit runter, wie ihr euch wieder hochdrücken könnt. Und Pause. Wieder etwas lockern. Arme ein bisschen ausschütteln. Ein Durchgang haben wir noch vor uns. Sehr schön. Okay, wir bringen uns wieder in Position und los geht's. Die ersten beiden Übungen schon geschafft. Ein Drittel des Workouts haben wir durch. Jetzt geht's an die nächste Variante. Jetzt machen wir wieder ein bisschen was für den Unterkörper. Anfängervariante. Wir legen uns auf den Rücken. Beine werden aufgestellt. Hände kommen seitlich. Und wir strecken einmal die Hüfte nach oben. Hüfte absenken. Strecken. Fortgeschrittene Variante wird dann einbeinig gemacht. Ein Bein strecken, das andere Bein heben. Immer im Wechsel. Okay, super. Dann lockern wir uns noch mal ein bisschen. So, in Rückenlage positionieren. Und los geht's. Supi. Dann kommen wir einmal so wieder ein bisschen hoch. Locker mal so ein bisschen die Beine. Locker ausschütteln. Arme, Kopf noch mal ein bisschen lockern. Sehr schön. Okay. Okay. Und wieder passend positionieren. Und los geht's. Schon Halbzeit. Mal wieder alles einmal lockern. Okay, wieder passend positionieren. Rückenlage und wieder Hüfte zur Decke. Los geht's. Thank you.
Sprung-Workout. Drei Übungen haben wir noch vor uns. In der nächsten Runde geht es jetzt an das sogenannte Schwimmen. Wir begeben uns auf einmal in Bauchlage. Legen uns gerade hin. Arme kommen vorne vor die Brust. Gestreckt. Und dann machen wir eine klassische Brustschwimmbewegung. In den Bogen ran. Arme wieder gerade nach vorne holen. In den Bogen auseinander und wieder nach vorne. Fortgeschrittene Variante, wir lassen die Arme oben und machen jetzt die klassische Kraulbewegung. In einem großen Bogen, nah am Körper entlang und wieder nach vorne in Strecken. Supi, dann begeben wir uns schon wieder in Bauchlage passend. Und los geht's. Gerne wieder hoch in die Sitzposition, dass wir uns einmal auch ein bisschen lockern vom Rücken her. Arme, Beine ein bisschen lockern. Jawohl. Sehr schön. So. Zwei Durchgänge haben wir noch vor uns. Und wir begeben uns wieder in Bauchlage. Ready und go! Wieder in Bauchlage. Letzte Runde. Und go. Schon vier Übungen. Die letzten zwei sind nur noch vor uns und dann haben wir es auch geschafft mit unserem Ganzkörper-Workout. So, jetzt kommt die Körpermitte nochmal. Jetzt nehmen wir die Bauchmuskulatur richtig ran. Und zwar begeben wir uns in Rückenlage, legen einmal die Hände seitlich am Körper ab, die Beine bleiben gestreckt in der Luft und jetzt ziehen wir in der Anfängervariante die Knie gerade zu uns ran. Langsam wieder strecken, kurz halten. Langsam wieder strecken, kurz halten. Die fortgeschrittene Variante üben wir mit gestreckten Beinen aus. Langsam heben, langsam senken. Super, okay, perfekt. Dann wieder in Position begeben, Rückenlage. Und los geht's. Verändert hier mit dem Winkel der Beine. Und Pause. Sehr schön. Wieder einmal hochkommen, ein bisschen wieder lockern, dass der Bauch sich auch entspannen kann.
2 Runden haben wir noch vor uns. Wir begeben uns wieder in Position. Rückenlage. Arme an der Seite. Und los geht's. Dann haben wir auch die Bauchmuskulatur bearbeitet. Sehr schön. Nochmal einmal alles wieder lockern. Okay, wieder positionieren. Bein aufstellen und los geht's. Genau so. Und stopp. Jawohl. Eine Übung haben wir noch vor uns. Dann haben wir es geschafft. Jetzt nehmen wir noch mal richtig die Rückenmuskulatur in die Mangel. Da haben wir auch wieder 2 Varianten. Die Anfängervariante. Einmal im Vierfüßlerstand. Hände schulterbreit aufgestellt. Jetzt heben wir diagonal unser Arm und unser Bein an, führen Ellbogen und Knie zusammen vom Körper und strecken das Ganze nach hinten. Zack, wieder zusammenführen, Seite wechseln, zusammenführen. Die fortgeschrittene Variante in Liegestützposition. Nur das Knie annehmen, diagonal zum Ellbogen, nach hinten strecken, Bein wechseln. Super, okay, passende Position begeben und los geht's. Ganz wichtig vor allen Dingen, Ganzkörperspannung halten. Die Rumpfmuskulatur muss die ganze Zeit arbeiten. Genau so. Und Pause. Genau, wir lockern uns mal wieder so ein bisschen. Lassen uns auch mal ein bisschen hängen. Arme werden auch ein bisschen gelockert, Kopf ein bisschen kreisen lassen. Die letzten beiden Runden noch vor uns, dann haben wir es geschafft. Wir begeben uns wieder in Position und los geht's. Thank you.
Und Endspurt. Und Stopp. Yes, sehr schön. Damit haben wir es geschafft. Ganzkörper-Workout mit nur 6 Übungen. Kurz und knackig, 30 Sekunden Belastungszeit, 30 Sekunden Pause. So schnell kann man den ganzen Körper in einer Session abarbeiten. Super gemacht, Mädels. Und für euch zum Nachmachen für zu Hause. Viel Spaß.